Die Menschen in Argentinien sorgen sich zunehmend um Allotrix und geben Affen die Schuld für die Ausbreitung. Es ist nur Allotrix. Entweder kämpfen dann die Affen mit uns oder die Menschen werden zu Affen. Oh Mann, Allotrix baut hier so eine Affenarmee auf. Was geht denn da ab? Hallo und herzlich willkommen hier zum neunten Video vom Kanal. Ich spiele wieder Plague gegen The Wolf. Ist schon ein bisschen her, aber heute wird durchgezogen mit den letzten beiden Seuchen. Und das ist die Affengrippe und die Schattenpest. Beziehungsweise Schattenpest natürlich noch nicht heute, sondern die nächsten Tage irgendwann. Ja, aber die Affengrippe, die werden wir uns heute mal genehmigen. Beziehungsweise, wie ihr im Titel schon seht, Allotrix wird heute unsere Affengrippe. Ach, Karl. So ein Ding ist es also. Genmodifizierte höhere Affenintelligenz, aber nicht an Menschen getestet. Ja, ich bin gespannt, Leute. Ich glaube, das wird heute so ein anderes Level. Das können wir uns nicht mal vorstellen. Naja, ich bin motiviert. Trockenbonus. Einen trockenen? Ja, nehme ich. Wo starten wir? Wo könnte Allotrix seinen Lauf nehmen? Peru. Da sehe ich Allotrix. Oh, sogar mit grünem Balken diesmal. Warnung. Affengrippe-Virus identifiziert. Allotrix ist ein genetisch modifiziertes Virus aus dem Gensys-Labor. Bei Affen hat es eine Intelligenz erfolgreich gesteigert, wurde aber noch nicht an Menschen getestet. Ja, wie im Planet der Affen. Also falls ihr den Film gesehen habt, normalerweise mag ich so Tierfilme eher weniger. Aber Planet der Affen wirklich sehr cool. Also mir persönlich gefällt es extrem gut. Ja, wir werden sehr, sehr stark verlieren. Das weiß ich jetzt schon. Aber ey, wir geben unser Bestes. Die Biotech-Firma Gensys hat eine bahnbrechende neue Gentherapie für Alzheimer vorgestellt. Teststudien an Menschen beginnen, sobald die Affenseuche in Peru abgeschlossen ist. Ja, auch wie im Planet der Affen. Das ist so krass. Leute. Oh nee, die forschen da echt schon dran. Hey, es ist nicht so schlimm. Es ist nur Allotrix. Ja, okay, jetzt schauen wir das... Oh, allein das hier. Oh, ist aber relativ ähnlich. Symptome auch relativ ähnlich. Und Ficht, das ist viel ähnlicher, als ich dachte. Oh mein Gott, das Bild ist aber cool. Menschen und Affen. Also Leute, ich werde es wieder so machen. Ich werde die Sachen vorlesen, die wir noch nicht kennen und die anderen eben nicht. Erreger kann durch Körperkontakt übertragen werden. Höhere Ansteckungsgefahr, besonders in wohlhabenden und urbanen Regionen. Körperkontakt ist aber sehr gut. Nehmen wir. Vor allem, wie schnell werden die jetzt forschen? Das ist die Frage. Weil ich glaube, die entwickeln da jetzt schon das Heilmittel in Peru. Ich glaube, unser erster Test sollte wieder so sein wie sonst immer, dass wir praktisch nicht auf Symptome gehen, sondern erstmal auf Übertragung. Ausschlagssymptom. Oh nee, bitte. Bitte bekommen wir was. Bitte bekommen wir was. Bitte bekommen wir. Ja, es kostet was. Oh, das wird ein hartes Ding. Okay, wenn das so ist, müssen wir erstmal vorlesen. Fledermäuse, ja, das kennen wir noch bei Zombie. Ja, kennen wir. Obwohl, was ist das? Ja, dann gibt es eigentlich nur das hier. Affenneurogenese. Modifiziert affenartige Gene, um die Affenintelligenz signifikant zu erhöhen. Immunreaktion wird nicht ausgelöst. Iris wird grün. Zeit für eine Affenrevolution. What? Das heißt, entweder kämpfen dann die Affen mit uns oder die Menschen werden zu Affen. Kann ich jetzt noch gar nicht definieren, was das jetzt hier ist. Aber erstmal auf jeden Fall auf Luft. Luft ist immer wichtig und richtig. Armregion, ja komm, nehmen wir auch die Spritze. Peru ist sowieso eher ärmer, glaube ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber jetzt geht es auf einmal richtig krass hoch. Kolumbien. Ah, Kolumbien. Stimmt, auf Kälte waren wir ja auch. Ja, wieder Englisch, perfekt. Ja, okay, Heilmittel bisher noch gar nichts. Freut mich auf jeden Fall. Kopfschmerzen. Ich glaube, das ist auch noch okay, solange es nicht tödlich ist. Ja, beziehungsweise solange man nichts merkt. Ja, wir haben aber erst 1 Million. Aber sieht echt cool aus, wie es so grün ist. Arzneimittelresistenz. Oh mein Gott, das habe ich ganz übersehen. Ändert sich eigentlich dieses Bild? Ja, ein bisschen, glaube ich. Okay, 11 Millionen. Ja, es kommt halt jetzt darauf an, wie schnell wir uns auf andere Länder übertragen. Okay, jetzt wurde Allotrix gefunden. Was hast du eigentlich in Peru gemacht, Allotrix? Gensis offenbart, dass Allotrix aus ihrem Labor in Peru stammt und schwört, ein Heilmittel zu finden. Das Labor wird vorhandene Ergebnisse und Affen für die schnelle Entwicklung eines Heilmittels verwenden. Nee, nicht Affen verwenden. Ey. Ach, das war komplett Peru, 30 Millionen. Ja, jetzt steigt das Heilmittel. Wir müssen doch erstmal über Vertragung gehen, oder? Photophobie. Empfindlich und Schmerzstrafe langsam zukünftige... Ah, sehr gut. Ja, wenn das Heilmittel jetzt schon so stark vorschreitet, glaube ich, ist das Einzige, was wir machen können. Wir brauchen 17 Punkte. Obwohl wir wahrscheinlich bis dahin schon die 100% haben. Okay, also irgendwas war da ein bisschen schwierig. Ja, wir bekommen nicht mal 17 Punkte bis dahin. Zerstöre Gensys-Labor, um die Heilung zu verhindern. Das Gensys-Labor in Peru entwickelt schnell ein Heilmittel, in dem es mit Affen experimentiert. Wenn es nur einen Weg gäbe, damit die Affen sich erheben und ausbrechen können.
Ja, würde ich ja gern, aber ich brauche 17 Punkte. Ja, okay, wir haben verloren. Okay, okay, okay. Neustart. Wir starten jetzt aber nochmal in Peru, weil das war schon gut so. Bloß haben wir jetzt gemerkt, okay, das Heilmittel verbreiten bringt gar nichts. Wir müssen auf dieses Affending gehen, dass das Affen... Ey, wie schnell das jetzt auf einmal ging. Wir waren so gut. Also auf das gehe ich auf jeden Fall schon und auf Luft auch. Aber ich glaube, das war es dann auch. Dann muss ich echt diese Affenrevolution auslösen. Obwohl, lohnt sich das dann nicht eher in so China, so mit 1 Milliarde Menschen, anstatt in Peru mit 30 Millionen? Aber wie gesagt, jetzt erstmal so Speed-Modus durchmachen. Damit wir gleich wieder da sind, wo wir vorhin waren. Wir machen jetzt noch eine Runde, einfach. Ja, wir waren ja gerade am Anfang, deswegen geht es jetzt schon, dass wir jetzt nochmal was anderes versuchen. Körperkontakt. Und dann gehe ich noch auf Kälte und Arzneimittelresistenz. Und danach werden wir die Affen. Ihr wisst, was ich meine. Wir brauchen 8 und 9, also 17. Kälte, Arzneimittelresistenz. Und jetzt als nächstes auf dieses Affending da. Nee, wir müssen erst warten, bis hier alle 30 Millionen Neuro... What? Was hast denn du da? Doch, ich glaube, das ist echt mit Affen, weil das hatten wir sonst noch nie, oder? Virus dringt in Gehirnzellen ein, modifizierte DNS und verbessert bestehende Nervenbahnen, erhöht menschliche Intelligenz. Hey, wir sind doch schon intelligent. Nee, ich glaube, ich werde das Affending erst skillen, sobald wir ein paar Millionen sind. Das muss sich auch lohnen. Oh, Brasilien wurde infiziert. Beim letzten Mal glaube ich nicht. Aber ich bin mir nicht mal ganz sicher. Ja, du hast mehr Länder infiziert. Photophobie. Ja, ist alles okay. Was ist eigentlich Photophobie? Hast du Angst vor Fotos oder was? Okay, 20. Also wir hatten schon genug Punkte für das Affending. Aber ich will erst die 30 Mille haben. Ich habe das Gefühl, es wird genauso wie bei The Walking Dead. Ich glaube, die Übertragung wird gar nicht mehr so schlimm, sondern die Affen müssen einfach die ganze Welt auslöschen. Ja, jetzt wurde Allotrix gefunden. Von Ärzten in Peru. Okay, jetzt wird hart geforscht. Oder auch nicht. Affenseuche, let's go. Ja, dachte ich mir. Das verstehe ich aber noch nicht ganz. Haben wir jetzt die Menschen zu Affen verwandelt? Die Menschen, die mit dieser Affenseuche infiziert waren, werden jetzt natürlich optisch nicht zu Affen, aber von der Art, von der Persönlichkeit her, glaube ich. Affen, die planen und koordinieren können, reisen zusammen. Okay, kennen wir von The Walking Dead, also von den Zombies meine ich. Affen verbessern ihr Verständnis des menschlichen Verhaltens. Verringert die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung durch Menschen. Affen randalieren gegenüber Menschen und Laboren anzugreifen. Und wollen gefangene Affen retten. Intelligente Affen kommen zusammen, um eine Kolonie aufzubauen. Eilmeldung. Affenausbruch in Peru. Aus einem Affenquartier in Peru sind mehrere Affen ausgebrochen. Zerstöre ein Genseslabor und verursacht Chaos in der Stadt. Die Behörden konnten sie nicht einfangen und die Affen sind entkommen. Ah, Affe. Mensch. Affe. Genses bestätigt, dass sein Hauptlabor während des Affenausbruchs zerstört wurde. Aber es werden neue Labore eröffnet und man fängt neue Affen um die Suche. Ich weiß gerade noch nicht, kann ich die jetzt irgendwo hinschicken? Nee, noch nicht. Ah, Behörden finden mit Allotrix infizierte Affen. Oh Mann, Allotrix baut hier so eine Affenarmee auf. Was geht denn da ab? Bei den Ermittlungen zum Affenausbruch in Peru haben die Behörden festgestellt, dass die Affen mit Allotrix infiziert waren. Unbekannt, ob Affenvirus auf Mensch übertragbar. Ich weiß es noch nicht, ich habe erst 10 Punkte. Ich will sie erstmal... dass sie nicht durch entdeckt werden durch Menschen. Ah, deswegen, das Labor wurde zerstört. Okay. Ich glaube, die haben uns dazu gezwungen, dass wir das machen. Ich glaube, ich muss einfach darauf gucken, dass die Symptome nicht tödlich werden. Ja, Affen sind es jetzt noch nicht so viele. Aber ich bekomme auch keine Punkte. Leute, ich brauche Points. Ohne Points kann ich nichts tun. Gehen wir mal wieder auf... Ah, auf F kann ich umschalten, okay. Ah, Australien. Das kam jetzt random. Ah, okay, Argentinien auch. Die Symptome, die sind zu stark. Oh mein Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Hier ist ja auch was. Virus repliziert sich in Talgdrüsen und verbreitet sich über die Haut. Anhaltender Körperkontakt kann zu einer Affe-zu-Affe-Übertragung bewirken. Virus repliziert sich im Blut des Affen und kann sich verbreiten, wenn Blut vermischt wird. Erhöhte Affe-zu-Affe-Übertragung. Okay, da steigere ich die Übertragung bei Affen. Ich glaube, ich kann darauf gehen, dass ich entweder die ganzen Menschen infiziere und dann tödlich mache, so wie bei allen anderen Viren oder Seuchen. Oder ich gehe auf Affen und lasse die dann, wie bei den Zombies, die ganze Welt erobern. Könnte ich mir vorstellen. Virus bei der Ausbreitung zwischen verschiedenen Affenarten ansteckender. Erhöhte Mutations- und Ansteckungsgefahr von Affe zu Affe. Ja, ich will mal, dass die Affen sich hier weiter, ne? Ja, Südamerika sieht ganz düster aus für euch. Was habt ihr da mit Affen gemacht, dass da sowas passieren kann? Also im Speziellen meine ich dich jetzt, Allotrix. Was war deine Mission in Peru? Das sieht so cool aus mit diesen grünen Blasen. Affen für Allotrix in Argentinien beschuldigt. Die Menschen in Argentinien sorgen sich zunehmend um Allotrix und geben Affen die Schuld für die Ausbreitung. Die Regierung verpflichtet sich, die Affengefahr ernst zu nehmen. Ja, Allotrix, wie gesagt, ich will echt nicht wissen, was da vorgefallen ist. Aber du breitest dich langsam zu einer weltweiten Seuche aus. Boah, die Symptome, die gehen viel zu schnell nach oben. Wenn irgendwas tödlich wird, muss ich es zurückentwickeln. Affen- und Menschenvarianten des Virus können wirkungsvoll auf die anderen Spezies überspringen. Ich mache jetzt einfach mal, ich gehe jetzt mal komplett auf diese Affenübertragung. Ich lasse jetzt mal die Menschen einfach in Ruhe, oder? Weil die müssten sich ja so auch schon sehr weit ausbreiten. Oh nein, hier ist ein neues Labor. In Brasilien.
Jetzt forschen die nochmal weiter, oder? Nach starken öffentlichen Protesten haben Regierungen weltweit vereinbart, Affenpopulationen ins Visier zu nehmen, um die Ausbreitung von Elytrix einzudämmen. Ja, kann ich die angreifen? Ich frag für einen Freund, um Labore anzugreifen. Ich brauche 8 Punkte. Oh ne, hier ist ja auch ein Labor. Blutungen. Ich glaube, langsam wird's tödlich, oder? Je mehr Menschen Elytrix quält und tötet, desto stärker werden diese Versuche, ein Heilmittel zu finden. Ey, Elytrix quält doch niemanden. Hey, das ist doch alles natürlich. Ich glaube, wir haben schon wieder versagt. Das geht so schnell hoch, das Heilmittel, wir bekommen keine Punkte. Krass, aber was haben wir denn falsch gemacht? Wir haben beide Male jetzt so versagt. Es infiziert sich kaum jemand. Was ist eigentlich mit den Affen? Ja, auch nur 2000. Genses Labor verlässt Brasilien, um mehr Affen zu finden. Dem Genses Labor in Brasilien fehlen Affen für Experimente. Das Forschungsteam ist bei Sonnenaufgang aufgebrochen, um in andere Land neue Labore zu. Wir bekommen einfach keine Punkte. Affenkolonie generiert DNS. Verwende die Affenkolonie-Fähigkeit, um in Länderkolonien intelligente Affen aufzubauen, um mehr DNS. Das ist sehr gut, das müssen wir uns merken. Okay, das ist wirklich sehr wichtig, weil ich glaube, weil das fehlt uns ja. Uns fehlt DNS, um weitere Sachen zu entwickeln. Oh, die Affen, da sterben voll viele. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's. Wir bekommen keine Punkte. Affenleichen können zur Heilung von Elytrix beitragen. Wissenschaftliche Daten von Autopsie beschleunigen die Suche nach einem Heilmittel für Elytrix. Weltweit benötigen Forscher weitere Affenleichen, um die Forschungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Naja, die Affen werden echt gejagt. Keine Chance. Ja, ich kann nochmal auf Kolonien gehen, aber... Jetzt kann ich sagen, wo die hin sollen. Da. Einfach auf ein Land klicken, wo sie eine Affenkolonie gründen sollen. Intelligente Affen bauen Kolonien in Bolivien auf. Ein starker Anführer hat intelligente Affen in eine Kolonie versammelt. Sie formen eine Gemeinschaft und leben in Frieden, um andere Affen zu retten und sich vor Menschen... Die Menschheit hat eine furchtbare Seuche überlebt und wird Elytrix bald ausrotten. Die Zukunft intelligenter Affen ist ungewiss, da sie sich in einer feindlichen Menschenwelt behaupten müssen. Ja, Niederlage. Okay, das heißt, das Heilmittel, wenn wir das haben... Also das ist nicht so bei den Zombies, dass das Heilmittel dann komplett egal ist. Sondern das Heilmittel wird immer relevant sein. Aber ich glaube, wir haben schon ein paar Tipps. Wir müssen mehr Kolonien gründen. Naja, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Kommentar, ein Abo und ein Like freuen. Es gibt jetzt die Möglichkeit, auf meinem Kanal Mitglied zu werden. Dort habt ihr spezielle Zeichen neben eurem Namen, die sich erhöhen, umso länger die Mitgliedschaft geht. Zusätzlich Emojis, die andere nicht benutzen können. Ihr würdet mich sehr damit unterstützen. Ich würde mich extrem freuen. Falls ihr Interesse habt, erst Link in der Beschreibung. Aber müsst ihr natürlich nicht. Genau, kommentiert auch gerne Namen für weitere Influencer, die wir benutzen können. Ja, Ideen, wie wir es lösen können. Sonst würde ich sagen, war es das mit dem Video. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal.